Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Heute fahre ich mir eine neue Uhr kaufen. Und welche es sein wird, das ist natürlich noch ein kleines Geheimnis. Ich habe sie durch Zufall entdeckt. Es ist eine limitierte Edition. Und ich fahre jetzt zu Alter mir sie besorgen. Die sollst du mir besorgen bei Alter. Daumen gemacht. Muss man erstmal machen können. Hat Daumen gemacht. Ist okay, so muss man erstmal machen können. Dürfen wir jetzt hier überhaupt die Strecke filmen? Oder müssen wir das zensieren, weil wir Fame sind? Ja, dann weiß doch jeder, wo wir hier langfahren. Ja, das ist wohl richtig. Die markante Waldstrecke. Ja, es gibt nur eine Waldstrecke in ganz Deutschland. Tja, so ist das im Leben. So, immer noch auf dem Weg zu Alter. Kurzer fliegender Wagenwechsel. Denn ich habe gedacht, heute fahre ich mal einfach nochmal ein schönes Auto Probe. Sitze hier in so einem fetten Ford Explorer, der so lang ist wie zwei Busse gefühlt. Und, aber ist witzig, ist Hybrid. Also voll umwelttechnisch korrekt. Und ja, aber ist halt ein Schiff. Aber man gönnt sich ja sonntags mal so zum Rumfahren und Uhren kaufen und so, ne? Ich fühle mich unsicher. Du fühlst dich unsicher. Ihr müsst euch vorstellen, der kleine Daniel im großen Auto. Ja, ich bin keine 1,70 groß. Ich muss ein kleines Auto haben. Ja. Also nicht klein von wegen klein, sondern niedrig. Wir holen eben demnächst einen Go-Kart. Ja, ein Go-Kart mit schön 200 PS. Und dann hängen wir dir irgendwie so eine Trockenhaube drüber. Dann hast du auch im Winter ein bisschen Regenschutz. Ja, richtig. Nee, desto flacher das Auto, desto sicherer fühle ich mich. Beim Fahren. Hui, Autobahn. So, ich bin angekommen in Lohme bei Alther. Und jetzt gehen wir gleich rein. Gestellt haben wir schon. Und jetzt kannst du wieder ausmachen. Jetzt kann ich wieder ausmachen. So, das ist das ominöse Stück. Wir wissen noch nicht, was es ist. Es ist spannend. Backen aus, wie heute. Spannung. Achtung. Bist du bereit? So. Ha, und schick. Ha. Achtung, nee, wir verraten es immer noch nicht. Wir zeigen den Karton nicht von vorne. Geht nicht, kaputt. Reklamation. Tada, tada. Ja, schön. Tada. Haha. So. Na, könnt ihr es schon erahnen? Könnt ihr schon erahnen? Und jetzt, Achtung, 3, 2. Ha! Das war lustig. Aber. So. Na, guckt euch diese schicke Uhr an. Echt geil, dass die so glänzt. Ich finde, die glänzen immer so schön. Ja. Wie die Melanocetus 2, die glänzt auch so schön. Die glänzt auch sehr, ja. Ne? Und hier hinten, guck mal hier, aber wir machen darauf natürlich gleich noch ein richtiges Review. Jawohl. So, warte, lass mal. Jetzt zieh sie jetzt mal an. Tavitara. Na? Steht die mir? Geilomat. Also ich finde die wirklich schön. Dreh mal die Lünette. Hört man nicht. Hört man nicht. Warte mal, die macht. Macht die. Das ist ein kleines Maschinengewehr.
Kleine Mini-Kalaschnikow. Wir müssen aber leider, wir müssen leider dazu sagen, ausverkauft. Aber wir haben ihn. Ja, meine Lieben, auf dem Rückweg mit meiner Auris Carysford oder wie sie auch immer heißt. Ich kann es irgendwie nicht aussprechen. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist ein Korallenriff. Ich habe mich damit noch nicht so intensiv auseinandergesetzt, aber ich glaube, jede Auris, die man jetzt kauft, dafür pflanzen die oder bauen die neue Korallenriffe auf. Was ich prinzipiell einen ziemlich coolen Ansatz finde. An sich für mich eine super Uhr. 43,5 mm, 300 Meter wasserdicht, glaube ich. 300 Meter wasserdicht, Saphirglas, schön verzierten Boden. Also die gefällt mir wirklich gut. Die habe ich das erste Mal bei Alter gesehen, beim Alex an einem Arm. Da fand ich sie schon sehr, sehr cool. Und jetzt dachte ich, ja, das muss ich auch haben, das Ding. Und das ist genau meine Uhr. So, jetzt habe ich sie mir gerade geholt. Ihr habt es gesehen. Und wie ich erfahren habe, es gibt sie nicht mehr. Also bei Auris sind die bereits ausverkauft. Und klar, limitierte Edition. Und die ist halt wirklich geil. Und deshalb könnt ihr jetzt noch bei Alter mit etwas Glück, ich weiß natürlich nicht, wann ihr dieses Video seht, eine dieser 5 Stück, die sie glaube ich noch haben, 5 oder 4 Stück, von diesen Uhren kaufen. Danach, denke ich mal, war es das, weil ja, es gibt sie einfach nicht mehr. Und ich kann es euch nur empfehlen. Ihr seht, ich habe sie mir selber gekauft. Das Video ist im Übrigen nicht gesponsert, nicht bezahlt. Absolut meine wirklich eigene Uhr, die ich wirklich mit meinem eigenen Geld auch gekauft habe, weil ich sie einfach nur geil finde. So, und was ihr natürlich machen könnt, schaut bei mir in den Club rein. Die gibt es nämlich bei Alter auf der Seite und ja, der Rest wisst ihr ja. Ne? In meinem Club lohnt sich das reinzuschauen und sich dann vielleicht eines dieser letzten Exemplare zu sichern. Lunette dreht sich im Übrigen sehr cool. Das kann ich jetzt natürlich, weil wir hier so eine Art Vlog-Style machen, nicht so richtig schön zeigen, weil ich habe ja kein Mikro dran. Aber die dreht sich sehr schön, ist natürlich GMT, ja, und deshalb ist die Lunette in beiden Seiten drehbar. Was auch gar nicht so auffällt, was ihr wahrscheinlich jetzt gleich im Video dann im Hintergrund hier immer sehen werdet, die Lunette ist unterteilt. Das ist also eine Keramiklunette und sie ist unterteilt in Blau und Schwarz. Das sieht auf dem ersten Blick, wenn man sich das anschaut, ist das schwarz, also macht einen schwarzen Eindruck. Aber wenn ihr im Licht seid und so weiter, seht ihr, dass das quasi eine Art Batman-Lunette ist. Also sehr, sehr cool. Ich habe da richtig Freude dran und ja, das wird bestimmt eine Uhr sein, die bei mir viel Wrist-Time bekommt und preislich liegt sie bei 2750 Euro, was ich für eine GMT als limitierte Edition in dieser wunderschönen Optik, ja, absolut cool finde. So, meine Lieben, ich denke, das war's fürs Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mal einfach verrückt aus dem Auto per Handy aufgenommen. Wenn ihr sowas mögt, dann könnt ihr mir ja kurz... Wir machen in Zukunft Driving Review. Driving Review, ja, genau. Also wenn euch das interessiert oder ihr das cool findet, dann könnt ihr ja mal was schreiben in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen hoch für mich freuen. Wenn euch die Uhr nicht gefällt, egal, dann gebt mir wenigstens einen Daumen hoch. Abo etc. wisst ihr ja Bescheid. Bis zum nächsten Review. Bis dann mal. Ciao, ciao. Wenn ihr ein Driving Review haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich fädel das ein. Ich mach das. Bis dann. Ciao, ciao.